Yeah, dieser Track ist über Schicksale. Zu viele Menschen, die nichts sagen. Ein Sommerabend im Urlaub, in Spanien am Strand, genieß mit Freunden ein Bier, die Sonne hat heute gebrannt. Reden über dieses und jenes, über verschiedene Themen. Jemand sitzt in unserer Nähe, lauscht dem, was wir erzählen. Irgendwann dreht er sich um, fragt, ob jemand Feuer hätte. Er bekommt ein Feuerzeug, entzündet seine Zigarette. Ob wir was dagegen hätten, wenn er sich neben uns setze, um ein Bier mit uns zu trinken. Er beginnt über sich zu sprechen. Er kommt aus Marokko, ist schon seit 8 Jahren hier, war mit einer Spanierin liiert und trinkt nur selten Bier. Er kann nicht viel vertragen, er meint, er sei zu schlank. Er sei viel rumgekommen, war aber noch nie in Deutschland. Er mag die Frauen hier nicht, ihren Lebensstil hasst er. Wegen einem anderen Mann hat seine Frau ihn verlassen. Er kann es immer noch nicht fassen, er hat sie nie geschlagen, hat sie immer gut behandelt, ja, das kann er von sich sagen. Er glaubt, er kriegt jetzt keine Frau mehr, die nicht hässlich sei. Er sagt, für ihn gibt es hier keine Gerechtigkeit. Wenn er auf die Polizei trifft, fängt er an zu laufen. Denn wenn ihn die Polizei kriegt, fängt sie an zu hauen. Hier im Touristengebiet, an der Costa Brava, ist er für sie ein Dealer. Denn er ist Marokkaner, er hat hier nichts verloren. Kein Recht hier zu sein, nur aufgrund seines Passes buchten sie ihn hier ein. Eigentlich hasst er Spanien nicht, sondern nur die Politik. Aber Amerika und England, gegen Deutschland hat er nichts. Doch für ihn bleibt Marokko immer das Land, das er liebt. Er ist bereit dafür zu sterben, kommt es jemals zum Krieg. Und er denkt, früher oder später wird es so weit sein. Das sei ganz sicher, Bush will die Welt für sich alleine, denkt Bush will den Islam vernichten und besiegen. Er weiß, gegen US-Bomber kann man nur unterliegen. Das legitimiert für ihn Terroranschläge als Mittel. Ja, er gibt zu, es sei schade um die Zivilisten, doch uns sei ja auch egal, wie viele im Irak sterben. Ein Krieg fordere Opfer, das müssten wir noch lernen. Er bedankt sich für das Gespräch, sagt, er müsse nun gehen. Die Polizei patrouilliere hier immer gegen 10. Es sei für ihn zu gefährlich, hier noch länger zu bleiben. Er wünscht uns alles Gute und zieht dann weiter. Ich red oft mit Menschen, die nur Shit labern, doch in manchen Gesprächen erfahr ich nichts ahnt Interessantes von denen, die eine andere Sicht haben. Blick hinter die Menschen und erkenn die Schicksale. Ich red oft mit Menschen, die nur Shit labern, doch in manchen Gesprächen erfahr ich nichts ahnt Interessantes von denen, die eine andere Sicht haben. Blick hinter die Menschen und erkenn die Schicksale. Eine langweilige Nachtschicht als Aushilfe im Hotel. Ich war fast eingeschlafen, als es an der Tür schellt. Jemand kommt zur Rezeption, will die Zimmerpreise wissen. Er beginnt ein Gespräch, erzählt mir seine Geschichte. Er ist immer unterwegs, von einer Stadt zur nächsten, trifft Entscheidungen spontan und will vieles sehen. Seine Auffassung vom Leben ist, von der Kunst zu leben und die Dinge so, wie sie kommen, zu nehmen. Er übernachtet in Hotels, wenn er genug Kohle hat, und ansonsten auf der Straße ist das Geld zu knapp. Kriegt hier und da mal Aufträge, Bilder in Kneipen zu malen. Man kann er dafür umsonst speisen, man wird er dafür bezahlt. Er zeigt mir ein Foto von sich beim Malen mit aufgeschlitztem Arm. Er hat jetzt noch die Narbe, erzählt vom Leben auf der Straße. Es sei nicht ungefährlich, da draußen zu leben, weil es neben der Kälte auch gefährliche Leute gäbe. Er hat keine Angst vor Schwarzen, die vergewaltigten nur Frauen. Trifft er Türken oder Russen, dann passt er lieber auf. Vor bewaffneten Rappern hat er Angst da draußen und auch vor Obdachlosen, denn die wollen ihn beklauen. Er sagt, er liebe es, mit den Menschen zu spielen. Man wolle eher schockieren, einen anderen mal sie faszinieren. Er meint, er könne sich dabei verschiedener Künste bedienen. Er kann malen, musizieren, manchmal spielt er Pantomime. Er erzählt von einer Frau, seiner schwarzen Madonna, eine Frau, von der er nie genug bekommen kann. Plötzlich schweigt er, wird traurig, sein Leben sei kaputt, denn er sagt's mit dem Vertrauen, seine Madonna ist eine Nutte. Trotzdem sei sein großer Traum, weint diese Frau, nackt zu malen, allein mit ihr in einem Raum. Das Leben sei ein Übel, man könne ihm nicht entfliehen, er wolle jetzt nur noch allein sein, durch leere Straßen ziehen. Es sei hier zwar schön und draußen eine kalte Nacht, doch brauche er sein Geld noch für ein Ticket für die Bahn. Er will an einen Ort der Trauer, wie in zerbombte Dresden. Es war gut mit mir zu reden und er wünscht auf Wiedersehen. Ich red oft mit Menschen, die nur Shit labern, doch in manchen Gesprächen erfahr ich nichts ahnt Interessantes von denen, die eine andere Sicht haben. Blick hinter die Menschen und erkenn die Schicksale. Ich red oft mit Menschen, die nur Shit labern, doch in manchen Gesprächen erfahr ich nichts ahnt Interessantes von denen, die eine andere Sicht haben. Blick hinter die Menschen und erkenn die Schicksale.